Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warface. Na komm, helfen wir dir mal hoch. Ich wette, wir werden gleich zwar von Scharfschützen über den Haufen geballert, aber auch egal. Ne, werden wir nicht, okay. Das ist interessant. Kommen wir hier lang? Ja. Oh! Nein! Warum habe ich geduckt? Warum bin ich geduckt gewesen? Ja, ihr seht schon, ich wurde direkt wieder mal am Anfang über den Haufen geschossen. Hoffentlich kriegen die beiden das noch hin. Hoffentlich. Ja. Das sieht gut aus. Die Frage ist jetzt, wie machst du das? Möchtest du jetzt das komplette Team der Gegner ausrotten oder? Okay, halt. Was man auch lassen sollte. Folge beginnt direkt so eine wundervolle Runde. Nope, nein, warst du nicht. So, wir gehen jetzt etwas. Oh. Da irgendwo gammelt wieder ein Scharfschütze rum. Das würde mich nicht wundern. So, und jetzt. Ich sag's sogar noch, da oben könnte noch ein Scharfschütze rumgammeln. Und dann übersehe ich ihn auch noch. Ja, ich bin ein Genie. Ja. Spielen wir mal als Ingenieur. Wir spielen mal als Ingenieur. Nicht wahr? Gott. Ich habe jetzt auch keinen so richtigen Plan, was ich... Danke. So, sowas ist keine Selbstverständlichkeit. Nope. Nope. Gut, den heilen wir mal kurz rauf. Diese Scharfschützen hier, die sind der blanke Horror. Danke für übrigens für deine Hilfe. Wow, war das ein Durchschuss oder wie soll ich das jetzt verstehen? Es ist beeindruckend. Wir wechseln mal hierzu. Muss ich ja auch mal zugeben. Deck du mal hier die Tür. Und du kannst gerne vorgehen. Mal gucken, ob du es überlebst. Boah, nein! Ich freue mich. Ich freue mich. Ich denke, mein eigener Teamkamerad ist ein Gegner und dann übersehe ich noch die Gegner da hinten. Also so wie wir liegen, müsste dieser Kerl eigentlich wissen. Genau. Wir haben viel Glück. Runde verloren. Unser Team wurde eliminiert. Was war denn das? Ich verliere den Glauben an mich selber. 0-5. Warte. Wir spielen ja, das ist erst die dritte Runde und ich stehe schon 0-5. Ich sorge dafür, dass denen Hören und Sehen vergeht. Was? Ich sag nie wieder was. Ich sage nie wieder was. Es ist ja schrecklich, die Runde. Müsst ihr das hier jetzt mal machen? Wir spielen jetzt mal eine Runde als Scharfschütze. Und dann vercampen wir uns mal hinten. Okay. Der hat,
eliminiert. Bringt den Sprengkopf zu unserem Stützpunkt zurück. Warum ist jetzt Warface daran schuld, dass wir es die ganze Zeit verrecken? So, danke. Ich wollte hier nämlich auch hoch. Finde ich herzallerliebst. Hier kommt man nicht lang, okay. Und ich habe vor, 2 Runden aufzunehmen, ne? Der Feind hat unser Team eliminiert. Runde verloren. Verteidigt den Sprengkopf vor dem feindlichen. Och nö! Nö! Oh ne, wir verkacken sowas von. Oh Gott. Das wird ein Albtraum. Vor allem, weil jetzt schon die ersten Leute verrecken. Eventuell nehme ich mal den Zoom. Bringt ihn zum Stützpunkt zurück. Ich bin, wie soll ich es sagen? Entgeistert und schockiert trifft es nicht so gut. Wir haben die Runde verloren. Der Feind hat unser Team eliminiert. Ja, das glaube ich auch. Bitte die Eroberung, die ist toll. Ja, ich würde sagen, ich bin ein wahrer Top-Spieler. Ich glaube, ich melde mich mal bei der ESL an. Ja, das mache ich. Ich gehe dann mal zur ESL. Oh Gott. Es ist sensationell. Ja, für euch geht's aber jetzt auch gleich weiter. Ihr müsst euch jetzt nicht den Ladebildschirm und so weiter angucken. Ja, damit bis gleich. So. Ja, und weiter geht das Horrorkabinett. Anders kann man das hier ja nicht nennen. Boah. Was? Ich schäme mich selber. Ich glaube, das trifft's am besten. Und Sturmtoaster möchte Dracula reporten? Warum? Sprengkopf gesichert. Okay. Immerhin ein satter Treffer. Wow. Okay, wir haben jetzt mal eine Runde gewonnen. hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab wirklich Angst. Möchte mir hier irgendjemand hochhelfen? Nein? Okay. Dann fahr mal hier hoch. So. Ja, immer schön drauf. Der ist tot, ne? Ja. Der ist tot. So, und dann im Grunde einfach... Oh Gott, das wird so schief gehen. Das wird so schief gehen. Okay. Wo sind hier Gegner? Ich weiß nicht, wo hier die Gegner sind. Es macht mir Sorgen. Warte. Oh, nein! Och, komm schon! Immerhin, er bringt den Koffer noch weiter. Das ist ja eigentlich so ziemlich die Hauptsache. Ernsthaft? Report nur, weil er auf eine gewisse Distanz... Nur weil er auf eine gewisse Distanz treffen kann? Das finde ich ist ziemlich armselig.
Ist da oben jemand? Ich weiß es nicht, aber ich habe Schiss davor. Und wir sind drinne. Gut, ich bin's nur, nicht auf mich schießen, ne? Gut, dass Friendly Fire nicht an ist. Das könnte ziemlich stark in die Hose gehen. Okay, kann es sein, dass irgendwie... Okay. Ich habe Angst. Ich habe wahrlich Angst. Nein! Oh, komm schon, Leute! Ganz im Ernst! Ich versuche mich sogar, dich mal ein bisschen zu konzentrieren und verrecke dennoch. So, immerhin ist jetzt die Tür aufgebombt. Gott. Ich habe übrigens diesmal wenigstens in der Runde einen Kill gemacht. Das ist für meine Verhältnisse eine Sensation. Da hinten sterben die übrigens komischerweise in Massen. Ich weiß auch nicht, wie ist der Typ eigentlich aufs Dach gekommen? Nice. Schön. Kann man nicht anders sagen. Aber wenn ich ein bisschen Schiss habe. Jetzt hier über. Das ist doch ein Scharfschütze. Ich wollte doch sagen. Das ist doch unter Garantie wieder so einer. Haben wir eigentlich einen Sanitäter im Team? Nein, wir haben natürlich keinen Sanitäter im Team. Das ist ja natürlich super. Na, immerhin, dann kann ich nicht so allzu oft sterben. Oh Mann. Gott, ich muss mir das in Zukunft angewöhnen, mich vorher erstmal ein paar Runden einzuzocken, bevor ich eine Aufnahme starte. Wir gewinnen die Runde. Feindliches Team eliminiert. Schön. Und jetzt möchte ich doch auch mal endlich ein paar Kills haben. So schwer kann das ja nicht sein. Ja, dann campt. Ich würde übrigens empfehlen, vorher das zu machen. Hoppla. Hoppla. Okay, der hat sich da schon vercampt. Da verrecken gerade unsere Leute. Ich habe Angst. Warum ist eigentlich hinten das Tor offen? Das lädt ja geradezu ein, hier hinten durchzumarschieren. So. Das stimmt auch. Wenn man das Tor da hinten offen lässt, das lädt wirklich dazu ein, reinzumarschieren. Ich habe selber kaum was gemacht. Also besser gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Oh, komm schon! Ernsthaft, dafür bekomme ich eine Auszeichnung. Also merkt euch, Leute, gammelt einfach irgendwo rum und liegt eurem Team auf der Tasche, dann bekommt ihr auch Auszeichnungen und so weiter, ja? So einfach ist das. Oh Gott. Also selber nichts machen, dann bekommt ihr keine Auszeichnung, ne? Das müsst ihr euch unbedingt merken. Wenn ihr selber was macht, dann bekommt ihr keine Auszeichnung. Ihr müsst wirklich dafür sorgen, dass euer komplettes Team euch selber mittragen muss, ne? Deswegen, also so einfach ist das. Ciao, bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen.